wird sie wohl einen herzlichen guten Morgen heute an diesem Freitag, dem 19.8. zu Reinis Zeitgedanken. Und am Vormittag sind wir ja gewohnt zu Losung und Lehrtext gemeinsam in Gedanken uns bewegen zu lassen. Ja, heute geht es um ein ganz großes Wort, mehr um eine Art Gefühl. Es geht nämlich um die Sehnsucht. Und ich weiß, dass wir das alles kennen. Und besonders die Sehnsucht ist uns bekannt. Und wir haben gespürt in den letzten 2 Jahren, dass wir häufig Sehnsucht nicht bedienen konnten. Wollen wir doch einmal schauen, was die beiden Texte zu diesem großen Thema uns an diesem Freitag, der ja das Wochenende einläutet, bereit hält. Da heißt es im Alten Testament: Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Der Beter des 63. Psalmes hat Sehnsucht nach Gott. Und er macht sich deutlich, dass er bei Gott gerne sein möchte. Und er verdeutlicht sich in diesem Gebet, dass die rechte Hand ihn ja hält. Und er weiß, dass wenn man diese Verbindung kappt, man kein gutes Unterwegssein mehr vorfindet. Er bringt auch noch einige Beispiele aus dem Umfeld, wie es ist, wenn man nicht mit Gott verbunden ist. Aber er beteuert ganz fest: Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Ja, wenn man Sehnsucht hat nach Gott und man ist sich vielleicht nicht ganz sicher, dann muss man sich dieses Gefühl verstärken. Man ist verbunden. Lass mich bitte nicht los, deine rechte Hand hält mich. Wir kennen es, wenn wir irgendwo in Zweifel geraten, wenn wir etwas unsicher sind, dann ist das unsere Art, eine Bestärkung hervorzurufen und zu sagen: Nein, es ist ja so, lass dich bitte nicht irre machen. Gottes Hand hält dich, auch wenn es schwer ist in manchem Augenblick. Und wir spüren, dass dieser Satz ihm dann auch weiter verhilft, tatsächlich bei Gott zu bleiben und dieses Gefühl dann noch weiter zu verstärken, weil er nämlich Gottes Hilfe dann auch spürt. Der zweite Text geht genau in die ähnliche Richtung. Paulus schreibt: Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist. Der zweite Timotheusbrief, viele sagen, er ist nicht von Paulus, es ist ja eigentlich auch egal, von wem er geschrieben ist. Es geht um die Situation, dass die Außenwelt so stark wird, dass die Gemeinden in die Gefahr geraten, ihren Glauben zu verlieren, ihren Halt. Und hier auch dieses vergewissernde Wort: Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist. Auch in der Verfolgung, auch im Gefängnis, so wird hier vorausgesetzt, kann man diesen Glauben bewahren, kann man ihn festigen. Und es ist gut, dass man sich das immer auch wieder vergegenwärtigt, dass man sagt: Ja, ich weiß, es ist so. Man muss es teilweise aussprechen. Und in diesem Ausspruch ist gleich die Bitte mit formuliert, dass Gott einem doch die Zuversicht geben möchte, dass es so ist, dass wir etwas mehr spüren, dass wir etwas mehr von dieser Nähe Gottes erfahren mögen. Und wir fragen uns manchmal, wann haben wir Sehnsucht? Wir haben ja eigentlich immer nur Sehnsucht, wenn wir Dinge nicht haben. Wir haben Sehnsucht nach dem weiten Meer, wenn wir auf dem Festland sind. Wir haben Sehnsucht nach den Bergen, wenn wir im Flachland sind. Wir haben Sehnsucht nach einer Person, wenn sie nicht in unserer Nähe ist. Und Sehnsucht zu haben nach Gott ist es ja so meistens, dass wir Gott nicht mehr direkt spüren, dass wir meinen, er ist nicht mehr in unserer Nähe. Das war da in diesem Gemeindeschreiben bei Timotheus ganz genau auch so wie im Alten Testament. Sie hatten Angst, dass Gott nicht mehr so stark gespürt wird, und deshalb erwachte ihre Sehnsucht. Und jetzt können wir uns fragen: Die Sehnsucht ist also immer vorhanden oder entsteht, wenn etwas nicht da ist? Und jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir durch dunkle Zeiten geführt werden, oder warum Gott überhaupt dunkle Zeiten zulässt. Er könnte ja auch eingreifen, könnte sagen: Ich nehme sie euch weg, ich nehme sie beiseite, ich schenke euch gleich viel mehr Fröhlichkeit und Leichtigkeit.
Und wenn wir in die letzten 2 Jahre zurückschauen, dann sehen wir, dass wir ganz, ganz viel schwere Zeiten durchwandern und dass es für ganz viele Menschen auch in der jetzigen Zeit aufgrund der Nebenwirkungen der Impfung, aber auch auf anderen Gebieten so viel Leid zu schultern gibt, dass wir uns schon manchmal fragen, ja, warum lässt es Gott zu? Und eine Antwort aus diesen beiden Texten wäre für mich jedenfalls auch so, dass ich sage, Gott lässt so manches tiefe Tal zu, auch wenn er es nicht möchte für uns, damit er die Sehnsucht in uns weckt nach ihm. Und wenn wir wirklich in die Zeit zurückschauen und in die jetzige Zeit, dann begreifen wir vielleicht auch, nach was hatten wir Sehnsucht, als der Lockdown der erste kam. Nicht unbedingt nach Gott, da wurden die Kirchen zugeschlossen. Da spielte es keine Rolle mehr, dass man Ostern nicht mehr feiern konnte. Da spielte es keine Rolle, dass man nur noch mit der Maske in die Kirche hinein durfte. Es war doch viel, viel wichtiger, endlich, endlich wieder zu reisen, zu anderen Gefilden aufzubrechen. Es war viel, viel wichtiger, das alte Leben wieder zu haben mit der Kommunikation der Menschen. Und da sehen wir, wo unsere Sehnsüchte entstanden. Und das spiegelt uns auch vor Augen, dass wir noch lange nicht begriffen haben, was es eigentlich gilt in dieser Zeit, nämlich die Sehnsucht zu Gott wieder neu zu beleben, zu finden und diese zu bekommen. Und ich frage mich manchmal, was muss noch alles passieren, damit die Menschen endlich wieder Sehnsucht nach Gott aufspüren. In vielen Gesprächen mit Menschen entdecke ich gerade immer noch, dass die Sehnsüchte in ganz andere Richtungen gehen. Gott spielt da gar nicht so eine große Rolle. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Tal des Leidens, der Dunkelheit noch viel, viel länger andauert, weil wir eben genau das nicht finden, was der Beter des 63. Psalmes gefunden hat und auch was der Schreiber, ob es nun Paulus gewesen ist oder ein anderer, ist ja egal, gefunden hat, nämlich die Sehnsucht nach Gott und sagt, Gott wird uns diesen Glauben nicht wegnehmen. Und das ist eine sehr, sehr heikle Problematik, was wir hier in diesen beiden Worten auch angesprochen finden. Es erklärt aber, warum wir manchmal so viel Leid und so viel Tränen vergießen müssen und Leid tragen müssen, weil wir nämlich erkennen, dann wächst die Sehnsucht. Und ich bin mir sicher, dass auch jetzt in dieser schweren Zeit, wo Menschen sich kein Bild mehr für die Zukunft machen können und sagen, was kommt da alles auf uns zu? Die Teuerung, die Finanzsituation, die Kriegssituation, dass die Sehnsucht, Gott möge eingreifen, es möchte doch einen Gott geben, doch wieder wächst. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, je schneller wir alle diese Sehnsucht formulieren, umsetzen und sie dann auch leben, nämlich in einem gottgefälligen Leben unterwegs sind, desto zeitiger und desto eher wird die Dunkelheit dem Licht weichen. Es sind vielleicht Texte zum Nachdenken, sie bauen nicht nur auf, aber sie zeigen ja den Ausweg. Und deshalb sage ich mir, sie sind voller Hoffnung. Wenn wir nämlich diesen Ausweg wählen, dann gelingt es uns, in eine neue, in eine bessere, in eine andere Zeit zu gehen. Möge uns das gelingen, dass so viel wie möglich Menschen diese Sehnsucht, wie im Alten Testament, im Psalm 63 und im zweiten Timotheusbrief, wieder neu entdecken, dann verkürzt sich diese Leidenszeit, dann wird die Gerechtigkeit, die Wahrheit und die Liebe, sie werden wieder siegen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Wochenende, ein Wochenende, in dem auch unsere Sehnsucht wieder beginnt zu wachsen. Und ich habe einen kleinen Blick in den Chat werfen dürfen. Herzliche Grüße auch zurück an Sommer 2018, sehe ich gerade. Und dass diese Sehnsucht so stark wird, auch bei anderen Menschen, dass wir in dieser Welt dann mit Gottes Hilfe mehr verändern können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und das Allerwichtigste ist, lassen Sie die Sehnsucht nach Gott zu, damit Sie wieder neu mit ihm verbunden werden. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini aus den Zeitgedanken.